Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf YouTube. Wir starten einen 20-Minuten-Timer, brechen das hier ab. Dann erstmal keine Veränderungen machen. Fahren die Strecke nochmal und gucken, welche wir weglassen können. Und zwar fahren wir die Strecke mit dem Urban Way. Bei einer Mission. Eine Mission. Orden einen Bus und Fahrer zwei Strecken. Achso, ordne einen Bus und Fahrer Strecken zu. Das heißt, letzten Endes musst du gucken, dass du genug Geld erwirtschaftest, um dir quasi einen Mitarbeiter zu leisten. Das ist soweit erstmal kein Problem. Mitarbeiter kriegst du für 7. Also je nach Wissensstand, je nach Qualifikation zwischen 600 und 900 Euro wöchentlich, war es glaub. Und was viel wichtiger ist, du brauchst auf jeden Fall 2 Busse. Ne, Moment, ein Bus. Ordne einen Bus im alten Sägewerk, oder? Hey, und Fahrer zwei Strecken zu. Das heißt, du musst dann quasi wirklich noch eine Strecke erstellen. Da musst du dein sag mir es, dein Busfahrer, den du eingestellt hast und den Bus, den du gekauft hast, der Strecke zuweisen. Und somit kriegst du dann quasi den Fortschritt. Du musst ja auf jeden Fall einen Bus kaufen, einen Mitarbeiter, dann beides noch Strecke zuweisen und dann funktioniert das Ganze. Genau, ist ja nur ein Bus und ein Fahrer. Servus, Herr Kollege. Astra Promenade. Astrein. Leiterdacher. Viagra Müsli. Der ist der da. Dir gut, Karl-Heinz. Okay, lassen wir das. Kleine Strecke. Die habe ich einfach mal so benannt. Halt. Schade, ich kann nur einmal. Tschüss, Foto. Bitte lächeln. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Oh Gott, bitte kotzen Sie mir nicht den Bus voll. Ich habe keine Reinigungskräfte. Ich habe kein Geld für Reinigungskräfte. Bin zwar frisch Millionär geworden, dennoch habe ich kein Geld. Ja, Lollinger, kein Problem. Oh, das lohnt sich. Da machen wir es hier erstmal den Scheiß-Tempomat raus. Das Geld lässt mich hier schon wieder ganz verrückt werden. So, meine Freunde. Hier einmal eine mega fette Schwarz-Heilands-Donnerwetter. Schwarzfahrer, Buskontrolleur, Kontrolle. So, Türe öffnen. So, Tag, Herr Kollege. Hier, bitte. Ich dachte, na klar, hier. Ja, bitte. Da haben wir schon mal 120 hier. Euro. Wir können gleich weiterfahren. Nächster Bus, so liebe ich das. Türe auf. Ist überhaupt jemand drin? Steigen Sie mal ein. Ich bin Ihr neuer Busbegleiter. Dankeschön für deinen Follower, Lollinger. Vielen lieben Dank. Hier. Auch wenn ich das hier leider noch nicht so ganz zelebrieren kann mit Streamlabs OBS, wie es die großen Streamer machen. Aber ich fuchse mich da gerade rein und kann dann irgendwann auch mal tatsächlich so Alerts machen. So, jetzt haben wir allerdings ein Problem. Wir müssen erstmal die Türe schließen. Dann müssen wir hier problemlos rauskommen. Ohne hier irgendwas anzuecken. Fahren wir jetzt am besten. Toll, jetzt muss der da noch halten, obwohl alle eingestiegen sind.
Ich glaube, ich kontrolliere doch keine Fahrkarten mehr. Ja, mit ganz bescheuertem Dialog, nur um die Stille zu überbrücken. Nur am Feiertag macht das Sinn. Denn was ich neulich erst rausgefunden habe, oder was heißt neulich, das war erst gestern, dass man auch eigentlich, wenn man hier unterwegs ist und dann merkt, okay, da stehen jetzt zwei meiner... Ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen. Kollegen, hallo, können Sie mich da mal bitte... Müssen wir es anders regeln. Da stehen zwei Kollegen hinter mir. Und ich kann ja aussteigen und bei denen in den Bus einsteigen. Und dann habe ich da einfach mal eine Fahrkartenkontrolle gemacht. Und oh Mist, ja, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Da bin ich dann ganz verrückt geworden. Gibt's Pizza. Ja gut, da sind wir gestreift. War blöd. Aber wir sind spät dran. Beeilung. Das war jetzt ein Verlustgeschäft. Erstens waren wir 100-mal zu spät dran, ja. Zweitens haben wir da jetzt eingerammt und wir haben nur 120 Euro eingenommen. Das heißt, wir haben 2,5 Minuten Verlust gefahren und wir sind um, wie viel war das? 500? Sagen wir um 400 im Minus. Das war ein absolutes Minusgeschäft. Weil sich hier die Leute beschweren, dass ich schneller fahren soll wegen der Zeit, werden sich noch wundern. Fahren wir eben mit 70 durch die City. Zum Glück ist bald Sonntag. Dann jammern sie wieder. Fahren Sie langsamer! Wir haben Angst! Fahren Sie ein Rennen! Bauch. Steigen Sie aus. Entweder jetzt oder nie. Bitte wählen Sie nicht die Nie-Variante. Achso, Lollinger, noch ein kleiner Hinweis. Du brauchst doch zwei Busse und zwei Fahrer, die du jeweils einer Strecke zuordnen musst. Wenn du da noch geschrieben hast, zwei Strecken zu. Das heißt, zwei Busse und zwei Fahrer. Und hier steigen wir jetzt mal ganz schnell aus. Denn ich kann es nicht lassen. Ich geldgeiler Hund. Bleibst hier erstmal stehen, bis ich hier fertig bitte kontrolliert habe. Hier. Hier ist die. Wo hab ich denn. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Klar. Klar. So. Jetzt darfst du weiterfahren, Herr Kollege. Wir fahren auch weiter. So. Einsteigen, Türe zu. Wir haben 3 Minuten noch Zeit. Lass mal die Dame noch über den Zebra... Ach, Mist. Doofe Schnäpfe. Naja, dann gibt's den Pizza. Ich war gerade bei dem Bus. Du musst mir nicht mehr in der Lichthupe geben. Du hättest mir High Five geben können. Wäre persönlicher gewesen. So, also, zack, zack hier. Zeitdruck. Alter, die Hälfte der Folge ist schon rum und wir haben noch nichts gearbeitet hier. Meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Oh nein, die nächste Haltestelle dauert noch ein bisschen. Bitte bewahren Sie Ihre Fäkalien bei sich. Ansonsten holen Sie sich eine Tüte beim Busfahrer ab und verrichten Sie Ihr Geschäft in die Tüte. Und werfen Sie die Tüte aus dem Busfenster heraus. Gefahrensanordnung. Das war knapp. Absatz 2, Artikel 3. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Was rede ich eigentlich? Auf jeden Fall Schwachsinn. Aber was für ein Schwachsinn? Das ist die spannende Frage. Oh, 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 das war spannend. So, Straße frei. Oh, Scheiße. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So.
Ach, schön ist es, schön. Es ist viel zu heiß draußen. Ach was, ich habe hier eine Kuscheldecke, mir ist arschkalt. Ja, arschkalt ist jetzt übertrieben, aber für September ist mir schon ziemlich kalt. Der Sommer dieses Jahr war ja nicht so prickelnd. Könnt mal in die Kommentare, in den Chat mal reinschreiben. Seid ihr eher mehr Sommermensch oder Wintermensch? Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Mache ich doch. 85 km/h. Achso, auf die Bremse. Ich habe gerade gedacht, hey, ich fahre doch schon 85 km/h, warum will die jetzt schneller fahren? Aber merkt euch, die Bremse ist kein Gaspedal. Binsenweisheit mit Mark Hoxsey. Das nenne ich guten Service. So, bei mir immer doch. Da stimmt sogar das Bordrestaurant. Das wäre eigentlich eine ganz gute Marktlücke, muss ich sagen. Wobei ein Bordrestaurant, das gibt es ja bei der Deutschen Bahn, das auch bei Bussen einzuführen, um Leute, die durch den Bus laufen und Getränke anbieten oder Tims essen. Geburtstag gestern Abend. Aber wenn man der Deutschen Bahn leerer Magen schenkt, dann haben die mit ihrem Bordrestaurant anscheinend nur Verlust gemacht und noch nie einen Gewinn erzielt. Oder? Na klar. Und ein Kaffee kostet da drin 2,80 Euro. Danke, ja? Materialzusammensetzung 30 Cent. Ja? Gewinn 2,50. Und dann so eine Mini-Portion Spaghetti Bolognese für 11,50 Euro. Ja, Materialkosten plus Arbeitszeit und so vielleicht 1,50. Hochgeschätzt. Glaub's aber selber nicht, dass die da nur Verluste machen. Das ist ein bisschen unlogisch. So, da vorne müssen wir dann wieder so eine große Strecke fahren. Da bescheißen wir einfach mal wieder. Und zwar bescheißen wir so, indem wir da einfach illegal wenden und sagen, wir sind außenrum gefahren. Naja. Genau pünktlich. Ja, danke. Sehe ich genauso. Pünktlich wie die Maurer, sagt man doch. Vor allem bei Deutschland. Da ist alles pünktlich. Ich hatte gerade irgendwie einen Akzent wie... Manchmal fühle ich mich... Antoine. Als wäre ich in einem Spiel. Ja, sie sind auch in einem Spiel. Namen René. Zwar befinden sie sich im Bussimulator 2018 von Astragon. So, ich hoffe, dass ich hier jetzt nichts ramme. Ich glaube, ich habe noch eine Kollision. Ich habe schon 15.000 Euro verdient. Hier muss ich raus. So. Und eigentlich wollte ich doch auf die Strecken achten und gucken, welche ich rauswerfe von denen. Habe ich nicht gemacht. War lauter Quack, Quack, Quack. Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Naja, sie haben einen Knick in der Optik, junge Dame. Perfekt ist was anderes. So ein schöner Tag. Aber schön zu sehen, dass die Facecam jetzt passt. In den letzten Folgen sah ich ja aus wie eine wandelnde Leiche, die sitzt. So, ich habe den Blinker wieder rausgemacht. Falsche Seite. Oh. Eine zweite Kollision. Ja, wir haben ein bisschen Zeit. Können wir erstmal hier so bleiben. So.
Jetzt wird's mir doch zu blöd und ich überhole. Wie war das noch gleich? Gruyère, Gruvert, Gründer. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Gruyère. Ist es Französisch? Oder Spanisch? Oder Portugiesisch? Hey, lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war als... Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Nein, er ist schon wieder krank. Also von Abwechslung kennt das Spiel auch nichts, ne? Das haben sie letztes Mal schon gesagt an dieser Stelle. Vor einer halben Stunde haben sie gesagt, ja hallo, Na klar. Sind Ihr Sie? Augenblick? Hier, bitte. Klar. Na klar. Augenblick. Na klar. Na klar. Oh nein, ich hab sie vergessen. Einen haben wir rausgezogen, einen Fisch. Ja, der Winter kommt. Guten Abend, Bea. Der Winter kommt, das heißt, die Fernsehserien beginnen wieder. Da freue ich mich schon ganz besonders auf Großstadtrevier, auf Soko Leipzig, auf keine Ahnung, was sonst noch so kommt. Auf einen Fall für zwei und. Da geht's dann wieder los mit Fernseher gucken. Ja, ich gucke tatsächlich noch Fernseher. Oh Scheiße, das musste jetzt doch nicht sein. Ich habe hier einfach zu viele Displays, wo ich drauf gucken muss. Ich habe hier mein Smartphone, ich habe hier mein Bildschirm mit dem Bus-Simulator, ich habe OBS rechts nebendran, Twitch nebendran, ich muss auf mein Stream Deck gucken. Das ist ja Wahnsinn. Und Arbeit, kann man schon sagen. Sehr pünktlich, danke. Bitte, für Sie doch immer gerne. Wenn Sie meine Nummer möchten, Sie können mich gerne daten. Nicht. Hi. Türe zu, Blinker links, los geht's. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Du wirkst eher wie so ein langweiliger NPC. Boah, das ist eine Beleidigung. 8 Minuten Fahrzeit. Da könnten wir ja da mehrere Strecken raushauen. Oh. Oh, Junge. Uiuiuiui. Da wäre jetzt fast das nächste Schild umgemäht worden. Murmeln, 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 murmeln. Irgendwann klingt das nicht mal mehr wie ein Wort. Nein, nein. Und sie sind irgendwann nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie ein Verrückter. Zwar wie ein richtiger. Ich hoffe, ich kann unterwegs ein bisschen schlafen. Würde ich nicht empfehlen. Wie viel haben wir jetzt eigentlich schon? 3000 Euro Verlust, komm. Udi, das muss jetzt echt nicht sein. Das muss auch nicht sein. Moment, wo ist meine Tasche? Ihr habt sie im Laden vergessen, gute Dame. Die haben sie nicht mal gekauft. Was? So, also, hier müssen wir jetzt aufpassen. Wir zählen hier die Haltestellen ab und gucken, welche am unnötigsten ist. Ich glaube, die ist am unnötigsten. Da fahren wir jetzt. Die ist doof. Das ist die erste in der Stadt, wenn es zurückgeht. Haben wir es eilig, oder was? Ja. Außerdem haben sie da eine Grusel-Horrorfahrt gebucht.
Das war knapp. Ah, der Timer ist zu Ende, habe ich gemerkt. Komm, kontrollieren wir jetzt nichts, das lohnt sich nicht. Ist das überhaupt die Haltestelle? Ja. Also, falsche Haltestelle. Nein, ist sie nicht. Oh. Okay. Das ist bestimmt wieder die falsche. Jede Wette. Jede Wette. Lassen uns nicht lumpen, da war schon eine richtige Halteposition. Junge, 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 wir dürfen hier keinen umfahren. Bleiben Sie stehen, wo Sie sind. Gesundheit. Ja, komm, passt. Bevor wir noch einen anfahren, das würde mir gerade noch... Hätte ich einfach nur geradeaus fahren können, ich Vollidiot. Naja, das weiß man zum Schluss immer am besten. Passagiere zurückgelassen. Als ob ich's nicht geahnt hätte. Ach. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich muss da mal wohin. Ich glaube, das ist ihre Haltestelle. Das hoffe ich für sie. Steigen wir mal aus. So. Stehen bleiben, Frau Kollegin. Bleib stehen. Na klar, hier, bitte. Nein, sie bleibt nicht stehen. Ja. Ich glaube, das nur bei Profis, die nicht auf ihrem Schiff hören, weil sie Profis sind. Ich glaube, da können wir schon nochmal eine Haltestelle weglassen. Ja, je weniger Haltestellen, desto mehr Geld erwirtschaften wir. Indem wir einfach Zeit sparen. Die vorletzte Haltestelle. Gut, entscheiden. Danke, dass Sie so pünktlich. Kein Problem, ich bin immer bemüht, das Beste zu tun. Klar. Ja, wie oft wollen Sie die denn? Wo hab ich denn? Wo hab ich denn? Ah! Halt! Ja, komm. Shit. Ja, man kommt da doch raus. Alter, ich bin einfach ausgestiegen während der Fahrt. Junge, Junge, Junge. Aber es ist besser, wie bis zur nächsten Haltestelle zu laufen. Ja, das war gerade schon krass. War da jetzt noch Leben? So, machen wir gerade auch noch eine Fahrkartenkontrolle. Na klar. Na klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Augen. Hier. Wo hab ich hier? Hier. Schade. Ja, da stecken sie alle ihre Tickets noch ein.
Alter, hatte der gerade seine Hand draußen, außerhalb des Fensters? 4 Minuten, ja easy. Können wir durch die ganze Stadt spazieren. Ich bin jetzt so glücklich, dass das mit der Kamera so funktioniert. Der Webcam. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ah, ich glaube, ich probiere mal Street Food. Fast Food, Junk Food, Street Food, Fighter. Okay. So, Endstation. Die letzte Folge von Winter der Leidenschaft hatte so viele überraschende Wendungen. Ja, 25 Minuten. Die Strecke, die kürzen wir auf jeden Fall. Das war's erstmal hier von der Strecke, von der YouTube-Folge. Bis zum nächsten Mal. Wobei, die Statistik, die gucken wir uns doch noch kurz an. 20.000, 3.000 Verlust, fast Level 21, passt.